Ein schweres Restprogramm hat Abstiegskandidat Groß-Asbach noch vor sich in der dritten Liga. Drei Spiele sind noch gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel, angefangen mit dem Hallescher FC, hier die mitgereisten Fans. Die Sachsen-Anhalter, diese Bezeichnung gibt es wirklich, spielen dagegen um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Beide wollen Zählbares heute mitnehmen und Halle in Grau versucht es gleich mal mit einem feurigen Start. Freistoß Landgraf mit dem starken Linken, 2 Minuten gespielt. Kevin Broll, sicher lässt hier nichts anbrennen. Halles Trainer Ziegner mit der gleichen Startaufstellung des vorigen Spieltags. Ein Sieg gab es da gegen 1860 München und Halle wird auch jetzt wieder gefährlich. Das ist fahrlässig von Poggenberg, Adjani in die Mitte zu Mai und Halle führt. Was für ein unglücklicher Ballverlust von Poggenberg. Adjani bedankt sich, zögert keine Sekunde und Sebastian Mai macht das, wofür ein Mittelstürmer da ist, sein 6. Tor in dieser Saison. Und damit geht's auch in die Pause. Halle führt durch den Geschenkeverwerter. Sebastian Mai, Groß-Asbach zu schwach, da muss mehr kommen, wer nicht absteigen will. Die zweite Hälfte. Groß-Asbach kommt deutlich wacher aus der Pause zurück. Nach einer Ecke bleibt Halle unter Druck. Das ist Röttger, Timo Röttger, der Ausgleich 1-1. Aber was ist denn da bitte passiert bei Halles Keeper Kai Eisele? Röttger zieht da drauf aus einem sehr spitzen Winkel und Eisele vollendet mit großer Eigenhilfe, unglücklich, aber er nimmt es sichtlich auf seine Kappe. Groß-Asbachs Trainer Florian Schnorrenberg, 7 verletzte Spieler muss er verkraften. Der Dorfklub hat jetzt trotzdem hier das Sagen auf dem Platz und das zeigen sie auch wieder mit Timo Röttger. Hungrig auf das zweite Tor, aber abgeblockt. Das ist Hingerl. Und dann wird Handspiel reklamiert. Halles Jan Wasshausen mit dem rechten Arm draußen. Bei der Distanz sicher keine Absicht, aber das ist Elfmeter. Genauso wie hier 1 Minute später. Jopeks Hand auch hier nicht am Körper. Beide Male lässt Schiri Arning weiterspielen. Die letzten Minuten. Das ist nochmal Timo Röttger. Versucht's mit der langen Ecke, fast erfolgreich. Der 33-Jährige, ultrapissig in diesem Spiel, lässt da nicht nach und jagt das Ding dann nochmal durch den Fünfer. Es bleibt aber trotzdem beim 1:1 Endstand. Das ist das 18. Unentschieden in dieser Saison für Groß-Asbach, die weiterhin im Abstiegskampf stecken. Der Aufstiegsaspirant aus Halle dagegen kann mit dem Punkt sehr zufrieden sein.